Phil ist ein geiler Rapper, würde ich sagen. Also Leadsänger ist halt für uns. Gitarre spielt er saugut seit 3 Jahren. Selbst beigebracht bin er Johannes. Ich spiele Bass. Ich bin jetzt seit 1,5 Jahren ziemlich genau dabei. Ich war auf einem sonstigen Draußenkonzert das erste Mal dabei. Ich würde sagen, es läuft soweit. Ist ziemlich cool bei den Jungs. Der also, Tim ist saugut mit den Drums. Ja, das Ganze hat so angefangen. Bei uns an der Schule mussten wir damals so Profilfächer wählen. Und wir haben dann gesagt, dass wir eine Band gründen wollten und wollten da halt spielen. Damals war ich dann Gitarrist und Sänger. Tim war halt schon der Drummer. Und wir hatten noch einen anderen Gitarristen, der dann leider irgendwann ausgestiegen ist. Und das war genau kurz vor dem umsonsten Draußenkonzert. Und da standen wir halt von der Riesenaufgabe. Zweit Performance bringt wenig, weil nur Gitarre, Gesang und Schlagzeug ist ein bisschen lahm. Wenigstens ein Bass muss noch dazu. Und da wir dann gesagt haben, scheiß auf die zweite Gitarre, wir wollen unbedingt einen Bass wissen, haben wir dann überall rumgefragt. Früher oder später hat sich dann ergeben, dass der Jo ziemlich nah bei uns wohnt. Haben wir ihn halt gefragt, ob er eventuell mal Lust hätte, eine Runde Bass bei uns zu spielen. Dann hat er gesagt, ja, würde er gerne machen. Es kam zu uns, hat ein bisschen Bass gespielt und obwohl er noch nie Bass gespielt hat, hat es einfach geklappt. Der Jo hat in den 1,5 Jahren wirklich jeden Song mitgeschrieben, der kann jeden Song auswendig. Wir haben in den letzten Sommerferien das Album aufgenommen. Ja, genau. Also, was heißt Album? Es ist eine Demo-Produktion, die einfach zeigen soll, was wir jetzt im Groben und Ganzen eben drauf haben. Woran wir arbeiten. Und das ist jetzt, die Premixes sind fertig, also es ist vorgemischt, aber es ist noch nicht fertig gemischt. Wir hoffen aber, dass es bald rauskommt. Das Layout ist auch schon fertig, die CD wird White Birds heißen. Und das Layout sieht wirklich grandios aus, es ist wahnsinnig geil. Es ist die Farben, Alter. Also wir sind zufrieden. Und aber wir wollen nicht zu viel, wir dürfen auch nicht zu viel verraten jetzt. Da haben wir auch so unsere. Wir versuchen jetzt natürlich mit der Demo-Produktion etwas an Fanbase zu erreichen, die Fanbase zu vergrößern, wo es ein paar weitere Gigs zu spielen und früher oder später eben an das erste Plattenlabel zu kommen. Ja, den bei Magenta wieder teil. Letztes Mal sind wir in der zweiten Runde leider rausgeflogen. Was wir auch geplant haben, wir haben für die nächsten Sommerferien eine Truck-Tour geplant. Und zwar wollen wir mit einem Truck, so viel kann ich schon mal verraten, denke ich, mit einem Truck in ganz Deutschland durch die verschiedenen, vielleicht auch mal hoch in die Schweiz oder so. Ja, je nachdem, wo wir halt Bock haben hinzufahren, wollen wir einfach überall hinfahren durch die verschiedenen Käfer, wollen in den verschiedenen Dörfern, Städten, was auch immer, unseren Truck aufstellen, die Bühne aufstellen und dann holen wir lokale Bands aus den jeweiligen Dörfern oder Städten, die vor uns spielen, jeweils 2 oder 3 und abends spielen dann wir mit etwas größerer Lightshow, wie ich das jetzt mitbekommen habe. Nebel, alles mögliche, brennende Drumsticks, ich hoffe, da läuft was und ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Sommer.